Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Heute geht es nicht um den Tabak, wie ihr schon gesehen habt, sondern heute geht es um diesen Aufsatz. Ich rauche das Ganze heute mit dem Hotshot RT und dem Amy Hot Screen obendrauf. Ihr könnt vielleicht sehen, das ist ein bisschen... Oh, Hilfe, nicht, dass ich meine Shisha hier abhole. Es ist ein bisschen größer als der Broad, das Röhrchen. Das ragt ein bisschen weiter hinaus. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss ich gestehen, kann ich euch nicht sagen. Ich finde, es hat keinen Effekt zumindest, keinen merkbaren. Was man aber schon konsternieren muss, ist, dass die Qualität von den Metallen echt ein bisschen, ja, zu wünschen übrig lässt. Also das Problem war folgendes. Ich habe den damals ohne Ausbrennen einfach mal auf den Kopf drauf gesetzt. Und habe einmal gezogen und dachte, meine Lunge krepiert. Also das waren so viele von der Verarbeitung wahrscheinlich, Restmetalle, Öle etc. pp. Dran, dass ich da danach beschlossen habe, ich nehme einfach mal 5 Bricos, knall den Kopf voll und lasse die einfach komplett durchbrennen. Das hat da dazu geführt, dass es in meinem Raum gestunken hat, hier in meinem Wohnzimmer, dass es nur so geknallt hat. Danach wusste ich auch, was ich da mir angetan hätte, hätte ich das weiter geraucht. Von daher, absolute Empfehlung. Ihr müsst das Ding ausbrennen. Wie es ausbrennt, ist egal. Ihr könnt das auf eine Herdplatte legen. Ihr könnt das auf einen Gasbrenner legen. Ihr könnt einfach Bricos reinlegen und einfach mal eine Stunde oder zwei durchbrennen lassen. Wie ihr es macht, ist egal. Aber ihr müsst es machen. Das ist echt wichtig, auch für eure persönliche Gesundheit, weil da sind meiner Ansicht nach noch ganz viele Öle und Fette dran, die ihr auf gar keinen Fall eigentlich mit rauchen sollt. Das ist für mich auch wirklich ein Negativpunkt. Also ich muss sagen, wenn das so hier ankommt, dann knallt es. Also da, das ist schon echt ein bisschen böse gewesen. Also das riecht auch richtig, richtig intensiv dann nach so verbranntem Öl. Das ist so richtig unangenehm, nach so Industriefett. Da merkt man einfach die Qualitätskosten. Die Qualität, die da verbaut worden ist. Nevertheless ist der trotzdem gut. Also sobald ihr mal ausgebrannt habt, ist er auch geschmacksneutral. Funktioniert sehr gut. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist, dass ihr es zum Beispiel wie jetzt im Hotshot RT, dass ihr den Tabak wirklich exakt auf Level bringt. Weil sobald ihr da ein Blatt drüber stehen habt, brennt euch das unten im Kopf fest und das werdet ihr nicht mehr abkriegen. Also das wird garantiert eine Brandmark, also so eine verbrannte Stelle hinterlassen. Sonst, wie ihr seht, funktioniert das sehr gut. Das Kaminprinzip funktioniert, der Aufsatz funktioniert. Der Kopf, der mitgeliefert wird, den muss ich gestehen, rauche ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Der ist von der Tonqualität her nicht besonders gut. Dementsprechend benutze ich den fast nie. Aber so funktioniert er sehr gut. Er funktioniert übrigens auch mit dem Broad Tonkopf. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören, aber liebe Broad-Fans, auch das geht. Ja. Wer ein bisschen weniger Geld ausgeben will und kürzere Lieferzeiten bevorzugt und Ware auf Lager, der sollte sich diesen Aufsatz holen. Wer lieber sagt, ich möchte das Original kaufen, er möchte Broad-Kopf haben, da dazu, der vom Ton her wirklich deutlich besser ist, der sollte sich den Broad kaufen. Ich finde, beide Produkte haben ihre Vor- und Nachteile. Ich kann nicht wirklich sagen, das eine Produkt ist besser als das andere. Das eine hat Vorteile, das andere hat Nachteile. Und dementsprechend muss das jeder für sich selber so ein bisschen überlegen. Ich kann beide prinzipiell empfehlen. Ausgebrannt werden muss dieser aber auf jeden Fall. Da beißt die Moskau einfach an. Und ja, zeige ich euch noch einmal Rauch, aber Rauch und Qualität hat damit eigentlich jetzt nichts zu tun. Das Sieb verfälscht zumindest den Geschmack nicht und das ist ja eigentlich das Wichtige. Die Kohlen glühen auch ganz normal durch, die kriegen genug Luft, bla bla bla. Das Konzept ist ja eigentlich vom Broad Phoenix sehr gleich. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Review. Bis bald und ciao.